Battlefield, oh Battlefield, wo bleibt nur dein Beta-Termin? Wir haben immer noch keinen, allerdings hat Tom Anderson jetzt geschrieben, dass es drei Daten gibt. Und zwar wurden diese drei Daten auch an Content-Creator und an gewisse Medienagenturen bzw. Gaming-Magazinen geschickt, die angeblich offiziell von DICE kamen, aber alles war noch im Rahmen der Geheimhaltung. Und zwar gab es einmal das Capture-Event, beziehungsweise es wird das Capture-Event geben am 4. Oktober, dann das Early-Access-Event am 6. Oktober und das Open-Access-Event am 8. Oktober. Das sind unsere offiziellen Beta-Daten, das heißt, Capture-Event für einen geschlossenen Kreis, der wird dann wahrscheinlich am 4. sein, für uns dann offiziell am 6. und Open-Beta für die, die nicht vorbestellt haben, quasi am 8. Ja, im Endeffekt sind es die Daten, die er schon mal gepostet hat, allerdings sind die jetzt angeblich von offizieller Seite an die einzelnen Content-Creator geschickt worden, die dazu eingeladen worden sind. Und ja, angeblich sagt er auch, dass die Beta-Ankündigung, die offizielle, auch für uns heute kommen soll. Wenn das der Fall sein sollte, werdet ihr diesen Satz nicht hören, sondern ich werde ihn ersetzen mit der offiziellen Meldung. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich das Ganze auf jeden Fall so lassen, wie es ist. Und ich würde sagen, dafür gehen wir dann anstelle dessen zu unserem guten Meisterleaker Temporial, denn der hat wieder einige Leaks für uns am Start. Es gibt immer noch Specialists, die noch nicht offiziell bestätigt sind. Unter anderem könnten das sein Sundance mit seinem Wingsuit, S. Espinosa, den haben wir auch schon im Trailer gesehen, der so eine Art Tank ist, sagen wir mal. Die Asiatin Jisoo Pike, bei der gibt es keine richtige Info, was sie tatsächlich machen wird. Augmented Reality Equipment soll die eventuell haben. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, wie so eine Art VR-Scanner. Wie das Ganze im Spiel aussehen soll, wenn es wirklich der Fall sein sollte, bin ich wirklich gespannt. Konstantin Angel oder Engel, wie auch immer man ihn aussprechen mag, der scheint auch so eine Art Zwischending zwischen Versorger und Sanitäter zu sein. Der soll unter anderem halt Reviving Skills haben und zum Beispiel auch Rüstung irgendwie wiederherstellen können, eventuell zumindest, wenn ich das hier so richtig entnehme. Und Supply Bags soll er dann zur Verfügung stellen können, die einem dann nochmal Armor Plates zum Beispiel geben oder Munition. Ob es dann tatsächlich Armor Plates sind, weiß man ja auch noch nicht. Navin Rao gibt es auch, den haben wir auch schon kennengelernt in der Lore bzw. in der Hintergrundgeschichte. Bei dem wissen wir safe, dass der eine Art Hacker ist, der Meister-Hacker ja eigentlich schon. Was er da jetzt tatsächlich machen kann, ob er Drohnen hacken kann und Geschütze wie zum Beispiel von Casper Van Dale und zum Beispiel auch von Boris, kann ich mir gut vorstellen, wird sich auf jeden Fall zeigen und finde ich auch wieder interessant, weil das dann auch wieder ein Spezialist ist, der Konterfähigkeiten hat gegenüber anderen Spezialisten und das finde ich eigentlich ganz cool. Dieses ganze Spezialistending mit Fähigkeiten, die sich gegenseitig kontern, finde ich einen interessanten und coolen Schritt auf jeden Fall, den DICE bzw. die Leute mit Battlefield da jetzt gehen. Ist mal was Neues, die trauen sich was Neues, man sollte die dafür auch nicht irgendwie haten oder so. Einfach mal abwarten, wie das Ganze wird. Es kann auch sein, dass es sehr cool sein wird, wenn das Ganze dann rauskommt. Dann ist auch wieder die Rede von Weekly Missions. Da brauchen wir eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wir kennen Tides of War aus Battlefield 5. Das werden wieder so 0815 Missionen bzw. Aufgaben wie mache in einer Runde irgendwie 10 Kills und dann, weiß ich nicht, belebe in einer Runde 3 Teamkameraden wieder aus dem Squad und all so ein Gedöns. Also man kennt es im Endeffekt. Man kriegt dann dafür wahrscheinlich wieder Battle Pass Progress und dann hat sich das Ganze erledigt. Dann hat er noch ein paar Sachen gefunden zu Jet- und Helikopter-Loadouts. Diese ganzen Bilder, die er da auch gepostet hat, habe ich auch immer fleißig beim Discord geteilt. Das heißt, wenn ihr diese Sachen direkt, wenn die rauskommen, sehen wollt, ich poste das alles immer in die jeweiligen Discord-Channel. Kommt gerne auf den Discord-Kanal, dann seht ihr das alles auf jeden Fall, bevor das Video das alles abdeckt. Und dann passt es auch. Main Theme bzw. die Musik zu Battlefield 2042 ist ja auch schon raus. Am 9. September ist da scheinbar schon der Haupt-OST gedroppt worden, obwohl das alles eigentlich erst am 22. September rauskommen sollte. Wurde das ganze Album schon irgendwie auf Spotify released? Keine Ahnung, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auf jeden Fall da reinziehen. Dann ging es noch weiter mit den LCMG-Customizations, also im Endeffekt, was man da alles an der Waffe anpassen kann, beziehungsweise an der Waffenkategorie. Eine sehr große Liste auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich nicht so komplett Banane wie jetzt zum Beispiel in dem neuen Call of Duty, wo du da einfach an deiner Waffe 10 Attachments dranhauen kannst. Das ist völlig überladen, finde ich, und die Waffen sehen dann dadurch auch total bescheuert aus. Aber wie auch immer, also ne, wenn das irgendwie der neue Trend ist, von mir aus haut einfach in jedes neue Call of Duty euren Waffenschmied rein mit euren 50.000 Anpassungen. Am besten noch
100 Millionen neue Skins, die man dann extra noch alle kaufen muss, damit auch am Ende der Umsatz stimmt. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, genau. Und dann gibt es auf jeden Fall noch Loadout-Options für die zwei Tanks aus den jeweiligen Fraktionen. Der M1A5 von den Amis und den T28 von den Russen. Da gibt es dann halt auch wieder Primary- und Secondary-Bewaffnung. Die Fähigkeiten, die sie haben, Smoke Launcher, Smoke Discharger, Thermal Smoke und System Repair und so weiter. System Repair und Smoke Launcher zum Beispiel kennen wir auch alle aus Battlefield 5. Nichts, wer weiß, wie neu ist. Was ganz cool ist, ist, wir haben ja verschiedene Beifahrersitze auch wieder. Gunner 1, Gunner 2 und Passenger. Passenger kann spotten und einen Spotting Pulse freisetzen scheinbar. Zumindest laut den Files. Finde ich interessant. Dann ist er wenigstens nicht komplett nutzlos und fährt einfach nur mit. Dann gibt es beim Gunner 1 die Möglichkeit, natürlich mit dem Grenade Launcher zu schießen, auch ganz cool, mit Bounce Grenades. Eine EMP kann er teilweise auslösen. Als Mörser hat er die Möglichkeit, auch Feinde aus der Entfernung abzuknallen. Raketen, scheinbar kann er auch irgendwie schießen oder so eine Art Shotgun. Also es stehen hier einfach nur die Namen dazu. Wie das Ganze aussieht, kann ich nicht genau sagen, das sind nur Mutmaßungen. Gunner 2 wird dann die Möglichkeit haben, eine gelenkte Rakete bzw. Guided Missile dann abzuschießen. Heavy Machine Gun wird er haben und eine Art Minigun. Ich denke mal, nicht alles davon werden die Fahrzeuge von Anfang an haben, sondern es wird darauf hinauslaufen, dass man sich auf gewisse Sachen davon festlegen muss, um am Ende zu sagen, das ist jetzt mein Loadout für meinen Panzer. So wie wir es aus Battlefield 5 kennen. Spezialisierungen, man geht einen Pfad und so wird der Panzer dann gespielt. Dann wurden noch Gadgets released. Da haben wir dann Medical Crate, Supply Crate, kennen wir ganz normal. Anti-Tank-Mine kennen wir auch. Repair Tool kennen wir auch. Die FIM 33 kennen wir auch aus Battlefield 4. Soflam, das ist auch Battlefield 4. NAV oder Navigation Beacon oder NAV Beacon, wie auch immer. Zum Spotten wahrscheinlich auch wieder Recoilless M5. Sieht für mich aus wie so eine Art Granatwerfer. Könnt mich korrigieren, wenn es tatsächlich ein Raketenwerfer oder was anderes sein soll. Frag Grenade, wissen wir auch, was das ist. Incendiary Grenade kennen wir auch. EMP Granate, Smoke Granate, C4. Prox-Sensor, weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber wahrscheinlich so eine Granate, die man schmeißen kann, die einen Impuls aussendet und Feinde in der Nähe markiert. So stelle ich mir das zumindest aktuell vor. Und ja, dann kommen wir noch zum letzten Punkt, der released wurde. Und zwar hat er da Loadout-Options von gewissen Fahr- und Flugzeugen rausgehauen. Und wir fangen an mit dem MD-540 Nightbird, wobei ich da nicht weiß, ist es ein MD oder ein M0? Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Aber auf jeden Fall Primary-Bewaffnung, Miniguns und 20mm Kanonen, Secondary-Raketen und Air-to-Ground-Missiles, also Luft-zu-Boden-Raketen, Ability-Detection-Jammer, was jetzt Detection-Jammer heißen soll, kann ich nicht genau sagen, aber irgendwas, um Feinde wahrscheinlich aufzuklären, zu markieren, wie auch immer, Flares, wahrscheinlich Spotting-Flares, so eine Art, System-Repair kennen wir wie gesagt auch, der Spotter kann dann halt auch wieder spotten. Genau, ich denke mal, die Beifahrer haben halt auch die Möglichkeit, die Minigun dann zu benutzen und so weiter, sofern es da Beifahrer geben kann, ich denke aber schon. MV-38 Condor bzw. MI-240 Super Hind heißt das Ding hier, das sind diese Ospreys, diese Senkrechtstarter. Der Pilot hat die Möglichkeit, auch wieder Detection Jammer zu benutzen, Flares und System Repair. Front Gunner hat dann 40mm Granatwerfer und 50mm Kanonen. Passagiere haben die Möglichkeit, eine Minigun auf der linken und eine auf der rechten zu benutzen. LATV-4 oder LATV-4 hat als Driver auf jeden Fall die Möglichkeit, Smoke Discharger zu benutzen, Thermal Smoke, System Repair und Spotting Pulse. Und der Top Gunner hat eine Minigun, Granatwerfer oder eine 30 oder 50mm Kanone. Hört sich auf jeden Fall alles ziemlich nice an. Also es hört sich für mich zumindest sehr stark danach an, als würden sie endlich die Beifahrersitze und die Gunner-Sitze sinnvoller gestalten, ja? Und nicht mit irgendwelchen MGs wie in Battlefield 5, mit denen man ewig schießt, die überhaupt keine hohe Feuerrate haben, die null Schaden machen und komplett nutzlos sind im Endeffekt. Das Einzige, was man damit machen kann, ist Feinde überhaupt mal zu treffen und dann wenigstens zu markieren dadurch. Mehr ist das eigentlich auch wieder nicht. Finde ich schön, finde ich wirklich schön. Vor allen Dingen in Battlefield 1 zum Beispiel auch, war das auch immer eine Schwäche, fand ich. Wobei das da nicht ganz so schwach war wie in Battlefield 5. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dieser ganzen Sache in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, dass das alles irgendwie ausgebalanced ist. Und ihr könnt mir gerne mal, wie gesagt, schreiben, was ihr davon haltet. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht, dass jetzt die
ich sage jetzt mal Passagiere und die anderen Gunner-Positionen besser bestückt werden von der Bewaffnung? Oder würdet ihr sagen, also würdet ihr grundsätzlich sagen, dass das halt komplett unbalanced ist und es wird Chaos geben? Also Chaos soll es sowieso geben, finde ich. Das ist Battlefield, so muss es sein. Aber ich bin auf jeden Fall sehr positiv gestimmt darüber. Und ich kann es jetzt echt kaum noch erwarten, endlich mal zu sehen, wie das Spiel dann jetzt, nachdem es wieder ein bisschen delayed wurde, aussieht und auch endlich mal spielen zu können. Ich will es endlich mal antesten und gucken, wie spielt sich das neue Battlefield. Auf jeden Fall war es das an der Stelle dann auch wieder mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und einen Kommentar. Kommt wie gesagt gerne auf den Discord-Server, da kriegt ihr die ganzen Infos auf jeden Fall zuerst. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann wie immer in einem neuen Livestream. Sonntagabend 20 Uhr oder Mittwochabend 20 Uhr. Und ansonsten eventuell zu einem neuen Video. Macht's gut, Leute, bis dann und rein und wie immer, ciao, ciao.